Zwei Fragen an Dr. Matthias Döpfner. Wie lösen Sie den Widerspruch auf, dass Sie bei Bewegtbild und Audio die Konkurrenz zu ARD und ZDF aktiv suchen, diese aber bei Ihrer Kernkompetenz Text fürchten? Welche Problemlösung beim Konflikt mit ARD und ZDF bieten Sie an? Früher gab es eine klar geordnete Welt. Es gab Radio und Fernsehen, das im Wesentlichen durch Gebühren finanziert von zwei großen öffentlich-rechtlichen Blöcken geliefert, von einem großen öffentlich-rechtlichen Block geliefert wurde. Und dann gab es Zeitungen und Zeitschriften. Das wurde von privaten Verlagen gemacht, von Hunderten von privaten Verlagen, die sich durch Anzeigen und durch Abonnements oder Einzelverkaufsgebühren am Kiosk finanzieren mussten und dadurch sich die Redaktion leisten konnten, die Herstellung leisten konnten und am Ende diese für die Demokratie ganz gesunde, gute Vielfalt entstand. Durch die Digitalisierung, dieses große Geschenk, das uns die technologische Entwicklung beschert hat, mit wirklich viel, viel mehr Vorteilen und Chancen als Nachteilen, diese Entwicklung hat zu einem Phänomen geführt, dass sich die Mediengattungen eigentlich verwischt haben. Sie können heute gar nicht mehr genau sagen, welches Angebot kommt von einem Zeitschriftenverleger oder von einem Zeitungsverleger oder von einem Fernsehanbieter. Das unterscheidet sich kaum noch, weil alle müssen alle Formen bedienen. Alle brauchen Text, Radio, also Text, Audio und Videoelemente in ihrem Angebot. Und das hat, wenn Sie so wollen, schleichend öffentlich-rechtliche Anbieter, die ursprünglich Fernsehanbieter waren und namentlich die ARD als Fernseh- und Radioanbieter, indirekt zu Zeitungsverlegern gemacht. Ich habe vor einigen Jahren mal einen BDZV-Kongress eröffnet und gesagt, wir begrüßen unsere neuen Verlegerkollegen vom ZDF und von der ARD. Sie sind es de facto geworden, weil ihre Webseiten, und das bitte ich jeden, der es immer noch nicht glaubt, einfach mal zu tun, deren Webseiten sich fast nicht, teilweise überhaupt nicht, von den Webseiten ehemaliger analoger Zeitungs- und Zeitschriftenverlage unterscheiden. Und dies ist eben jetzt tatsächlich ein großes Problem, weil die ARD bekommt jedes Jahr, unabhängig von der Tatsache, ob einer guckt, viel guckt, wenig guckt oder gar nicht guckt, muss er Gebühren bezahlen. Sagen manche, es ist wie Steuern, aber lassen wir die Terminologie weg, es sind Gebühren, die bezahlt werden müssen. Da gibt es keine freie Wahl. Und mit diesen Gebühren entsteht ein Budget von über 8 Milliarden. Und wenn dieses Budget benutzt werden kann, Angebote zu machen, die in ihrer Gestalt fast identisch sind, teilweise in ihrer Textlänge noch überlegen sind gegenüber dem, was von privaten Verlagen kommt, und die auch im Regionalisierungsgrad teilweise tiefer in die einzelnen Subregionen hineingehen, dann entsteht daraus ein gefühlt direkter Wettbewerb zu den privaten Verlagen, der aber für den Konsumenten gefühlt kostenlos ist. Die Leserin oder der Leser, die jetzt entscheiden muss, ob sie den Münchner Merkur online liest oder das Angebot des Bayerischen Rundfunks, erlebt das Angebot des Bayerischen Rundfunks als kostenlos. Dies führt dazu, dass keiner auf die Idee käme, das Angebot des Münchner Merkurs kostenpflichtig, also mit einem digitalen Abonnement zu verbinden und sagen, wenn du das lesen willst, vielleicht abgesehen von ein paar einführenden Texten oder Überschriften, wenn du das lesen willst, musst du ein Abo abschließen. Weil es ja die kostenlose, und zwar hochqualitative und in ihrer Produktfunktion und Produktanmutung komplett identische, verwechselbare Angebotsform des Öffentlich-Rechtlichen gibt. Jetzt kann man sagen, ordnungspolitisch stört mich nicht, das sollen die ruhig weitermachen. Führt aber dazu, denklogisch, wenn sich private Verlage nicht durch das Einnehmen digitaler Abonnements finanzieren können, dass sie früher oder später ihr journalistisches Angebot erstmal weiter runterschrumpfen, Qualität weiter verschlechtern und irgendwann ganz aus dem Markt ausscheiden. Und das ist ein Problem, weil dann haben wir am Ende in einer Endausbaustufe in irgendwann vielen Jahren fast nur noch oder irgendwann sogar nur noch öffentlich-rechtliche Online-, Fernseh- und Zeitungsangebote, also digitale Zeitungsangebote. Und das, glaube ich, ist weder für die Gesellschaft gut noch für die Verlage. Deswegen ist das ein zentrales Thema. Und jetzt die Frage, wie sieht die Lösung aus? Ganz einfach, wir haben immer gesagt, dass es gibt im Grunde nur zwei Ansätze. Man könnte entweder sagen, die Angebote der Öffentlich-Rechtlichen müssen da vergütet werden, wo sie auch konsumiert werden. Also wenn man sagt, die Gebühr wird bezahlt fürs Fernsehangebot, aber wenn ich ein Online-Angebot lesen will, muss ich das Online-Angebot als Nutzer direkt bezahlen.
Da haben die Sender gesagt, das geht rundfunkstaatsvertragsmäßig und irgendwie aus anderen juristischen Gründen nicht. Dann bleibt als Alternative nur, dass die Angebote auf den ersten Blick unterscheidbar sind und dass sie sich im Wesentlichen auf Videoelemente, auf Bewegtbild konzentrieren. Was ja auch der eigentliche ursprüngliche Produktkern von ARD und ZDF war. Das ZDF macht das seit einiger Zeit, weshalb Sie in Deutschland keinen Regionalverleger oder Zeitungsverleger hören, der sich über das ZDF beschwert, weil das ein ganz klar unterscheidbares, stark bewegtbildlastiges Angebot ist. Die ARD aber macht es nicht, regionalisiert es in der Tiefe runter mit hohen Textanteilen und bleibt deswegen diese gefühlt kostenlose direkte Konkurrenz für die Verlage. Lösung muss sein, Textanteil reduzieren, hinführenden Charakter des Textes, sodass man ein bisschen beschreibt, was da in diesem Video vielleicht passiert, aber nicht zu irgendeinem großen Breaking-News-Thema 40.000 Worte Schwerpunkt macht oder andere Angebote, die eben eins zu eins mit denen der Verlage in Konkurrenz stehen. Also Fokussierung auf die Kernkompetenz, was nach unserer Einschätzung auch der ARD gut tun würde, weil sie damit eigentlich die Herausforderung, ihr eigenes Publikum zu verjüngen und auf die wirklichen Herausforderungen Netflix, YouTube, Now This und wie sie alle heißen, zu reagieren, vielleicht sogar besser gerecht werden kann. Der WDR hat diesen Schritt jetzt gemacht aus eigener Initiative. Ich begrüße das sehr. Ich glaube, das ist ein ganz toller, konkreter Schritt in die richtige Richtung und die Bemühungen sind, soweit wir das bisher verstehen und sehen, auch wirklich ernsthaft. Das scheint nicht einfach nur irgendwie eine Kulissenschieberei zu sein. Ich habe mich darüber gefreut, als ich mein Spiegel-Interview gegeben habe, kam diese Nachricht und ich habe dann wirklich auch das Bedürfnis gehabt, dazu noch was zu sagen, weil ich das wirklich konstruktiv finde und hoffe, dass das Schule macht und dass wir diesen Konflikt deeskalieren können. Denn eigentlich sind wir Alliierte und nicht Konkurrenten. Die großen Herausforderungen sind woanders. Das war jetzt ausführlich, aber wenn Sie mir so eine fundamentale Frage stellen, kann ich es jetzt nicht in einem Satz abtun.